Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zum Videocheck. Smartphones werden immer teurer. Meiner Meinung nach muss das nicht sein. Wir checken heute ein Premium-Smartphone, das ihr unter 130 Euro bekommt. Und bevor es regnet, würde ich sagen, gehen wir in die gute Stube und schauen uns das Netjaphone genau an. Ab geht's nach dem Intro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Die Menschheit gibt ihr Geld für sinnlose Dinge aus, wie für irgendwelche Telefone, die 1200 Euro kosten. Wer kein Label-Sucker ist, für den gibt es auf jeden Fall jede Menge Alternativen. Eins davon ist das Netjaphone. Für 129 Euro rund bekommt ihr das bei Amazon. Mit einem kleinen Trick gibt es das auch günstiger, verrate ich euch später. Ihr habt ein HD-IPS-Display, das von allen Seiten gut einsehbar ist. 3 GB Arbeitsspeicher reichen völlig aus, um die gängigen Anwendungen zu betreiben und sogar Games zu zocken. 32 GB interner Speicher ist nicht die Masse, ist aber über externen Speicher auf 128 GB problemlos erweiterbar. Android 9 ist als System installiert. Wir haben an der Rückseite 3 8 Megapixel Kameras und nochmal eine 8 Megapixel Kamera an der Selfie-Ansicht. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal einen Cut machen. Ein Handy ist ein Handy, damit telefoniert man, damit verschickt man WhatsApp-Nachrichten und macht irgendwelche Fotos, weil kein Schwein mehr ein Fotoapparat mitschlurrt. Ein Smartphone ist ein Smartphone, für mich sind alle gleich. Wenn man nicht gerade eine super High-End-Kamera braucht, ist das alles derselbe Rotz. Klar, es gibt welche, die sind eigentlich zu langsam für irgendwelche Anwendungen oder taugen nicht. Aber wer sowas als Statussymbol braucht, ganz ehrlich, der tut mir in meinen Augen leid. Das hier ist ein Telefon mit akzeptabler Kameraqualität. Ein Case, was nicht spektakulär aussieht. Dafür ist wenigstens ein Panzerglas mit dabei. Eine Schutzhülle, damit einem die Rotze nicht gleich kaputt geht. Und wenn es kaputt geht, muss ich nicht wieder 300 Euro zuzahlen und den aktuellen Vertrag mit irgendeinem Drecksscheiß dazu haben. Es ist und bleibt einfach nur ein Telefon. Das hier ist auch schick, ja, und es sieht gut aus. Es lassen sich alle Apps mit bedienen. Es reicht. Es hat einen Ladewürfel, es hat einen USB-Typ-C-Anschluss und ein Handy bleibt einfach ein Handy. Ihr könnt Folgendes machen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ladet euch die Netjatech-App runter und dann könnt ihr euch noch einen Rabattcode holen und habt ein Handy, wo ihr keinen Knebelvertrag mit habt. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Kriegt ihr viel bessere Verträge, als wenn ihr euch irgend so einen Vertragsmüll holt und monatlich 40, 50, 80 Euro bezahlt. Ich kann auch nicht diese ganzen Hochglanz-Reviews verstehen, wo man sich dafür begeistert, dass der Knopf ein bisschen anders ist oder dass die Kamera jetzt ein bisschen da wieder anders ist. Ich habe eh das Gefühl, dass wenn man ein Markengerät hat, dass es kontinuierlich abbaut, softwaretechnisch so abgebaut wird, dass man, wenn man Neues hat, denkt, wow, das ist super. Im Prinzip ist es genauso wie vorher. Die Kamera ist vielleicht ein Ticken besser, aber in meinen Augen. Handy kann ich mich nicht für begeistern. Das ist für mich ein Tool, ein Werkzeug, telefonieren, WhatsAppen und mehr nicht. Ihr könnt gerne eure Meinung unter dem Video in die Infobox mit reinschreiben. Ich bin mir sicher, dass der mir das Telefon geschickt hat, sich nicht über diese Review freut. Aber das ist die Wahrheit. Es ist einfach so. Ein Abo würde mich freuen von euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer.